Es kam ein Anruf einfach. Und komischerweise hat um Ecken schon mal jemand diese Idee gehabt. Und es war an einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo das irgendwie passte. Also mein Papa Otto war gerade gestorben und irgendwie war das so, wie, das hatte so eine Ernsthaftigkeit, in so ein Amt sozusagen eingefragt zu werden. Und das war überhaupt nie, ich meine, es gibt ja Schauspieler, die das immer werden wollten. Also das war überhaupt nicht meins. Ich bin kein Fernsehmensch, ich mache Arthouse-Kino oder Bühnensachen oder Musik oder so eine Dinge. Aber und gleichzeitig ist es natürlich so eine Ehre, da gefragt zu werden. Und dann hat man sich zusammengesetzt und über die Rolle geredet und dann ist das so entstanden. Es gab bestimmte Vorstellungen von der Redaktion aus, was die mitbringen sollte, die sich teilweise mit meinen Vorstellungen total widersprochen haben. Und dann haben wir geguckt, wie wir das zusammenkriegen irgendwie. Also was mir klar war, war irgendwie, dass ich Berlin irgendwie als Figur mit reintragen möchte. Also für mich ist Berlin immer, ich denke ganz viel an 20er Jahre, ich denke ganz viel an 80er Jahre, wenn ich an also Frauenfiguren aus diesen Zeiten und eben eine Frauenfigur zu geben, die eben in Berlin groß geworden ist. Also in meinem Fall, also in Nina Rubins Fall ist sie auch noch aus dem Wedding, also aus einem proletarischen Hintergrund eher, aber hat trotzdem so eine Vielschichtigkeit, also ist im Nachtleben unterwegs und was mir wichtig war, dass sie eine Sexualität hat. Und zwar nicht eine, die keine erwartungsvolle oder was man erwarten würde oder eine unterwürfige Form der Sexualität oder so, sondern eine, wo sie sich abarbeitet. Irgendwie, das war mir wichtig, dass das eine Frau darf, die einen Beruf hat, der wie Arzt oder eben Polizist oder so, der so erstmal ein sauberes Image hat oder so und dass das halt nicht alles so in Form passt unbedingt. Das fand ich wichtig. Also es gab von der Redaktion her die Geschichte, dass ich zwei Söhne haben sollte irgendwie und dann war es ein russischer jüdischer Mann dazu und habe ich gesagt, dann möchte ich aber eine Bar Mitzwa haben irgendwie, weil Adriana Alteras hat eine Bar Mitzwa beschrieben ihres Sohnes, was so wahnsinnig schön Panik und sehr komisch ist, also dass eine große Komik mit sich brachte und dann sind die Sachen ja auch entstanden. Also im Laufe der Filme verformt sich das dann und verändert sich oder dann kommt irgendwas anders und dann muss man das wieder ummodeln oder also ja und dann und Menschen verändern sich auch und dann ja und dann ist man so mit dem Flow hat man die Figur dann weitergeformt oder auch manchmal gegen Leute angequatscht. Also es gab auch Leute, die wollten der diese Sexualität zum Beispiel gerne wieder absprechen. Irgendwie, was ich, wo es dann wirklich auch Kämpfe gab oder sowas sehr mühselig war. Und ja, das ist aber auch das Schöne, dass es eine Auseinandersetzung ist, so ein Langzeitprojekt. Ich sage mal gern, das ist so, das Ganze ist wie ein Tanz, wo man erstmal die Musik nicht ausgesucht hat und auch nicht den Tanz, den man dazu tanzt. Aber dann, wie du auch sagst, so mehr und mehr Vorschläge macht, ach, wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal den Song auflegen? Oder im Tanzen auf einmal merkt, ach komm, wir wechseln jetzt mal die Seiten. Du bist jetzt mal Mann und ich bin Frau und ich lasse mich führen und dann verschwimmt das total. Dann wechseln wir das irgendwie bei jedem Takt. Natürlich sind es erstmal in sich abgeschlossene Filme, aber im Rückblick fühlt es sich wirklich an wie eine große Erzählung, wie so ein Epos oder wie die lange, ewig Streaming-Serie, die man immer mal drehen wollte über viele Jahre, mit einer Entwicklung, die man halb kontrolliert und halb überhaupt nicht in den Händen hat. Und das Schöne in unserer Begegnung war für mich, dass wir ja sehr, sehr unterschiedlich sind und uns unglaublich ähnlich sind zugleich und mit einer großen Liebe, Leidenschaft und Wut an die Dinge rangehen und da Sachen entstehen lassen. Und ja, wie bei einer Partitur, wo man überrascht ist, ach, so klingt das, wenn man da in die Posaune bläst und dann auf die Pauke haut. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Das ist aber sehr zärtlich. Das hat was, so, also die zauberhaftesten Momente sind für mich im Rückblick die,
wo nonverbal, körperlich was passiert ist, wie bei einem Tanz, wo so plötzlich ein Taschentuch runterfällt und man beugt sich runter und reicht sich das wieder und wischt sich gegenseitig die Tränen weg, oder war es Sabber am Mund, ich weiß es nicht. Also es gab auch eine Entwicklung von Caro, unabhängig von ihr, aber die meiste Entwicklung hat er mit Sicherheit durchgemacht, allein nur in der Begegnung mit ihr und den Fällen, die da immer wieder jedes Mal neu auftauchten. Und am Anfang würde ich sagen, wenn man sich den ersten Film, ich habe ihn, glaube ich, seitdem nicht mehr gesehen, das Muli, aber wenn ich mich so dran erinnere, würde ich sagen, die Alte nervt, die ist halt da, ich muss mit ihr umgehen, so ungefähr. Und das ist auf Dauer natürlich nicht sehr produktiv. In welcher Beziehung will man sein, ob Arbeitsbeziehung oder persönlich oder privat, wo man so über jemand anders denkt? Der nervt, der ist kacke, aber ich muss halt irgendwie damit umgehen. Und daraus dann was so zu gucken, wo kann ich, / Robert Caro, was von ihr benutzen, wo kann mir was, ist auch lustig irgendwie, ja? Die ist ja echt lustig auch, und die hat was, wo ich drauf aufpassen muss. Also sind ganz viele Sachen so entstanden im Spiel miteinander und mit den Fällen, ganz viel entstanden, was mich selber überrascht hat, was ich vorher so von der Figurenanlage von meiner Seite her oder unserer Seite her so mir nicht hab vorstellen können. Und da bin ich wirklich sehr dankbar drum, also über das, was auch in den Filmen zwischen uns passiert ist, wie man sich so, ja, wie man sich wirklich aufeinander einlässt und Sachen passieren lässt. Also der Tatort, das sind zwei Filme im Jahr, da stellt man sich so, das gibt einem eine große Freiheit, allein weil ich, das ist meine erste und wahrscheinlich vermutlich letzte Festanstellung, und das gibt einem eine große Freiheit, weil es einfach eine große Sicherheit gibt. Gleichzeitig schwebt es die ganze Zeit immer so rein. Also es kommt ja relativ bald nach Abschluss, Pressearbeit, Premiere, Tatort, kommt irgendwann das nächste Buch, dann gibt es eine zweite Fassung. Und das ist jetzt sehr salopp ausgedrückt, aber es müllt einem das Leben immer so ein bisschen zu, wenn man versucht, kreativ zu sein. Also Entschuldigung, aber es besetzt einen natürlich, weil auch das macht man mit Passion. Und das mal einen Moment wegzulassen, ist ganz angenehm. Also irgendwann, das Loch, in das ich fallen werde, ist noch nicht gekommen. Aber das kommt wahrscheinlich irgendwann bald. We made it! Yeah. Wie schön, das nochmal so alles auszusprechen. Ja? Oder auch manches nicht. Oder auch manches nicht.